Im letzten Part haben wir erfolgreich die Story der Wikinger abgeschlossen und jetzt kümmern wir uns um die Story der Samurai. Wir Samurai sind in der Unterzahl. Jeder unserer Krieger muss es mit 10 unserer Feinde aufnehmen können. Jeder Orochi nimmt es mit 100 auf. Heimat. Wir Samurai haben unsere Heimat vor langer Zeit verloren. Für uns bedeutet dieses Wort nun etwas anderes. Aus meiner Zelle heraus würde ich niemanden bekämpfen können. Aber meine Freunde, meine Daimyo, fanden eine Gelegenheit und nahmen sie wahr. Ich sagte, wir gehen. Also los. Das geht nicht. Und genau deshalb seid ihr hier gelandet. Wir mussten schnell dadurch. Feuer war die Lösung. Oh, wir kriegen einen Bogen. Wunderbar. Hui. Oh, nee. Ja, nice. So, jetzt hier. Ins Gesicht, beziehungsweise in die Kehle. Nice. So. Es war Zeit, uns zu formieren und Okuma und Momiji zu finden. Wo kriege ich denn diese Giftfalle her? Da. Bringen wir hier mal 2 rein, dann sterben sie garantiert da dran, hoffe ich. Ich bin soweit. Okay, nochmal dick vergiftet hier. Alle, wie die daran eingehen, hey. Und du kriegst mein Schwert in den Mund. Okay, gut, das klang komisch. Feuer und Gift und Stahl. Es funktionierte, aber wir mussten sie noch vertreiben. Los, meine Vasallen. Das soll das gewesen sein. Alles, was wir tun mussten, war die Tore zu schließen. Das ist aber gut inszeniert hier. Nur, dass ich komplett kacke bin, ja. Wo ist Ayo? Daimyo. Euer Kaiser ist tot. Nimmst du seinen Platz ein? Niemals. Und willst du Kaiser werden? Nachdem ich den Rest von ihnen getötet habe, werde ich kommen, um dich zu töten. Ein Wolf. Überlass Seijuro den Palast. Sollen sich die anderen um die Reste prügeln? Ich gab Seijuro den Palast. Die anderen 4 Überlebenden meiner Prüfung setzte ich im Sumpf aus. Wir würden unser Volk zerreißen. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Ayo, ihr wagt es, diesen Ort zu entehren? Was willst du denn, Alter? Das war knapp, ey. Aber immerhin ihren Kopf abgeschlagen. Wo versteckt ihr euch? Mit den Giftfallen, das war krass, Alter. Das hat ihn richtig eingesetzt hier. Knapp. Aber auch er hat keinen Kopf mehr. Hey, Kollege. Ey, warum rennt er jetzt weg? Er war ein Feigling. Er musste nie um etwas kämpfen. Er hat nie Mitgefühl gelernt. Hallo. Alter, das ist halt wirklich echt der Feigling hier. So muss das gehen. Zack, auch du hast keinen Kopf mehr.
Wunderbar. Unser Kaiser ist tot! Apollyon will doch nur, dass wir uns gegenseitig zerfleischen! Wikinger. Apollyon würde bereuen, mich verschont zu haben. Ich folgte Apollyons Spur durch Myre. Ich war auf der Suche nach Ayu. Weißt du vielleicht, wo Ayu ist? Sind das meine Freunde hier? Ist das Ayu da? So, endlich mal. Zack, den Kopf abgesäbelt. Zack, so, und was habe ich hier für einen Windschatten? Ah, den Kopf abschnetzler, okay. Wo ist eure Beute, ihr Fegen? Tschüss. Ja, nice. Hier liegen viele tote Daimyo rum. Ich musste einen Krieg verhindern. Unsere Nachbarn sind hartnäckig. Ja, das sind sie. Sichert das Dock. Wir treffen euch dort. Sichert das Dock? Als ob das so einfach wäre. Genau das dachte ich mir auch gerade. Zack. Wunderbar. Ach, das war's schon an den Docks. Innerhalb eines Monats führte Ayu ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers. Nun waren nur noch zwei Daimyo übrig. Sie und Seijuro. Der kaiserliche Palast. Eine Festung innerhalb einer Festung. Seijuro! Unser Volk blutet! Legt die Waffen nieder! Dann beendet den Krieg! Und kniet vor mir. Seijuro würde nicht aufgeben. Ich war seit 3 Jahren nicht im Palast gewesen. Es waren wenige. Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Aber nun gut. Und wieder hier durch die Papierwände schneiden, oder was? Mach mal ein bisschen was auf Stealth hier. So. Ich möchte auch gar nicht hier in diesem scheiß engen Gang kämpfen. Ich möchte da hinten hinter dem auf der großen Fläche kämpfen. Lass mich doch einfach mal vorbei hier. Was ist denn das? So, endlich. Meine Fresse, ey. Nur das Beste für den Kaiser. Unser Heer ist auf der anderen Seite. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Hallo Elefant, komm her. Okay, gut. Jetzt noch das Tor einrennen lassen. Wir sind in der Überzahl. Legt eure Schwerter nieder. Findet sie Tour. Richtet mich hin. Man wird sich an mich erinnern, als den größten Krieger, den unser Volk jemals sah. Euch wird man vergessen. Der Kämpe des Kaisers wird euch besiegen. Ihr seid es. Der Kämpe. Dieser Verräter. Eher ein Held.
Oh. Eure Legende ist übertrieben. Der alte Kaiser war schwach, aber ich bin. Wir brauchen Anführer, Seijuro. Ich diene nicht unter euch. Dann erschlagt mich. Nehmt meinen Platz ein. Befehligt unser Heer. Ihr seid des Wahnsinns. Apollyon steckt dahinter. Nicht Seijuro. Ich werde nicht ihren Krieg für sie austragen. Des Kaisers. Führt unser Heer wieder an. Ich ziehe nach Aschfeld. Denn dort ist unser Feind. Okay, gut. Ein bisschen auskundschaften. Töte alle Ritterpatrouillen. Hey, hey, hey. Oh ne, oh ne, kein Conqueror. Oh, ich hasse diese Viecher. Zack, Kopf ab. Ich sah einen Wächter. Und er führte eine Gruppe Ritter von der Festung weg. Wir sollten ihnen folgen. Apollyons Grenze stand offen. Wer hatte das getan? Den da kenne ich. Den Wächter. Widersetzen die sich? Dürfen die das? Ich glaube, wir sollten los. Sind wir das? Beziehungsweise der Wächter. Ist das der aus dem ersten Part? Wir sind nicht eure Feinde, Orochi. Ihr habt die kaiserliche Familie ermordet. Wir gehören nicht mehr zu Schwarzen Fels. Nein! Das ist mein Kampf! Oh krass, es ist tatsächlich der Wächter aus dem ersten Part. Wir sind nicht eure Feinde. Ich hatte recht. Ihr seid der Kämpfer des Kaisers. Der Weg zur Schwarzenfelsfestung ist frei für euer Heer. Verstärkung! Verliert diesen Innenhof nicht! Die Samurai haben das zweite Tor! Und was habt ihr vor, Hogan? Los! Die Festung der Schwarzen Felslegion. Die Tore waren gefallen. Alle Fluchttunnel waren blockiert. Wir hatten sie. Ich musste Okuma Zeit verschaffen. Ja, klar. Oh, der Flieger. Okay,
Okay, den habe ich. Jetzt kommen wahrscheinlich noch zwei. Zack, den habe ich. Heil mich nochmal ganz kurz. Ist Okuma da fertig? Ne, einen noch. Wow, Peacekeeper. Ja, einen Moment. Zack, jetzt geht's los, Orochi. Apollyon nicht entkommen lassen. Ich musste sie finden. Jetzt müssen wir alleine ran. Apollyon, bist du das? Nein, du bist... Wer bist du denn? Kennt man dich? Ich glaube nicht. Endlich! Das Sonnenimperium ist gekommen. Ergebt euch! Ergebt euch dem Recht! Nein, danke. Ich hatte sie gefunden. Nun musste ich nur noch überleben. Alter, krass. Macht sie jetzt hier mit mir, Apollyon? Okay, da habe ich dich pariert, Apollyon. Bessere Kämpferin. Ich musste mich selbst übertreffen. Klar wird sie nicht hingenockt. Wartet uns alle. Ein Krieger ist jemand, der sich trotzdem nicht von dem abbringen lässt, was getan werden muss. Kommt, Krieger. Das sollte das Ende sein. Ich hoffe es. Ich habe keine Lust mehr auf Apollyon. Die ist mir zu stark. Revenge Mode, Revenge Mode. Ach komm, ich bin so kacke im Blocken, ne? Unglaublich. Es ist vorbei. Es wird Frieden herrschen. Frieden? Ihr kamt in meine Heimat. Und brachtet eure Armeen mit. Was dachtet ihr, kommt dann? Frieden? So funktioniert die Welt nicht. Ihr wollt Krieg. Nur Krieg. Alles, was ich will, ist, dass ihr zugebt, was ihr seid. Ihr alle. Meine Wölfe. Ihr kennt den Rest. 7 weitere Jahre. Blutiger Krieg. Warum habt ihr uns herbestellt, Cross? Hab ich nicht. Ich wurde geschickt vom neuen Wächterfürsten. Als Wiedergutmachung. Du! Tausende meiner Landsleute starben! Wir erzählten die Geschichten, wie euer Wächterfürst verlangt hat. Nun, warum sind wir hier? Frieden. Selbst wenn es möglich wäre. Wir sind keine Friedenstifter. Ist es kein würdiges Ziel? Es müsste wohl mit uns anfangen. Wir werden bei dem Versuch sterben. Das wisst ihr.
Aber es wäre eine sehr schöne Legende. Okay. Das war die Kampagne von For Honor. For Honor hatte eine ziemlich gute Kampagne, muss ich sagen, dafür, dass es eigentlich ein Spiel ist, was sehr krass auf den Online-Multiplayer aufgebaut ist. Die Kampagne hat mir echt großen Spaß gemacht und die war ziemlich cool inszeniert. Ich hoffe, euch hat die Kampagne auch Spaß gemacht. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Und wenn jetzt nichts mehr kommt, dann würde ich sagen, ihr könnt jetzt hier noch auf eins der anderen Videos klicken und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Positive Bewertungen und Kommentare nicht vergessen